Ein neuer Kit, ein neues Glück. Hallo liebe Modellbau-Community, ich bin der Chef von der Modellbauseite.at und seht mal, was ich euch heute zeigen kann. Eine Neuheit aus dem Hause Zvezda im Maßstab 1 zu 35 und zwar das Soviet Military Offroad Vehicle UAZ 469. Ja, was haben wir da? Ein kleinen UAZ, Geländewagen, cooles Modell, schauen wir uns das auf der Rückseite an. So hat das Ganze der Modellbauer von Zvezda wieder umgesetzt, wieder sehr schön gemacht als Demonstration, wie es ausschauen könnte. Was mir bei denen immer sehr gut gefällt, ist, dass da eben diese leichten Verdreckungen immer wieder machen. Und ja, eigentlich ein stimmiges Modell, kann man nicht sagen. Das Ganze ist original lizenziert, macht auch Sinn in dem Fall. Und was sagen wir da? Wir haben 204 Teile und das Gerät sollte 11,5 cm circa kriegen. Da haben wir nichts drauf. Da haben wir noch ein bisschen Info drauf, zu dem komme ich nämlich nachher noch von der Verpackung, oder kommen wir gleich dazu. Ja, im Prinzip, also die Schachtel sagt weniger aus, als was drinnen ist. Das ist gleich mal ganz wichtig zum Sagen, weil unter anderem, ich kann einmal grundsätzlich zwei verschiedene Versionen bauen. Sprich einmal da die mit dem Fetzendachel, was wir da auf dem Coverbild sehen und eine Alternativversion, wo der Rahmen dabei ist. Sprich, wo ich mir entweder selber ein Dach draufzimmern kann, was ich ja sehr cool finde, oder auch, wo ich sage, ich lasse ihn einfach offen. Was noch viel wichtiger ist, wir haben vier verschiedene Varianten dabei. Wir haben da eben Deckels dabei, das ist der Deckelbogen dazu. Wie ihr seht, da ist diese auffällige 88, da schauen wir, kommen wir gleich drauf zum Reden. Auf jeden Fall, wir haben da eben mehrere verschiedene Varianten. Unter anderem haben wir da eine Soviet Army Group in Germany, late 70s, also sprich Ende der 70er in der DDR angesiedelt, eine sowjetische Armee, ein sowjetisches Armeefahrzeug. Dann haben wir eine vietnamesische Armee im Jahr 2000. Mit dem interessanten Deckel, dem großen auf der Seite. Moderne vietnamesische Armee ist eigentlich auch relativ selten, dass wir sowas sehen. Aber es kommt noch cooler. Da haben wir die DDR-Variante aus den 80er. Und das für mich die allercoolste Variante. Zvezda hat wirklich im Maßstab 1,35 ein Zivilmodell auch draus machen können. Und zwar ist das eine Nachbildung von der Befahrung vom, wie nennt man, Elbrus, wo es mit den UAZs auf 4200 Meter aufgefahren sind. Und ja, das waren halt mehrere verschiedene UAZs und einer davon hat eben genau so ausgeschaut. Gefällt mir richtig gut. Das schaut echt cool aus. Also wir haben da alle Deckels dabei, dass wir diese Beschriftungen machen können. Das da auf der Scheibe oben. Das war im Jahr 74, wo das passiert ist. Das ist eine coole Alternative. Ich werde wahrscheinlich sogar die bauen, weil ich finde, das ist die coolste davon. Und in dem Zug finde ich es eben schade, dass man aufgrund von der Schachtel eigentlich nicht einmal sagen kann, wie viele verschiedene Varianten man da bauen kann. Vor allem diese zivile Variante geht da komplett unter. Das finde ich ein bisschen schade. Schauen wir uns die Bauteile an. Meine Bauteile sind in der üblichen Zvezda-Manier. Tun wir die Schachtel vielleicht weg. Dann haben wir da mehr Kontrast. Also, wie ihr seht, wir haben da den Unterboden, wir haben da die Türen, die Abdeckung hinten seitlich. Wir haben da Motorbauteile wieder dabei. Ein Rahmen vom Fahrzeug, ein Armaturenbrettel haben wir da, Lenkradl, da ist der Motor drauf. Da haben wir, na Blödsinn, da ist das Lenkradl, das ist irgendeine runde Abdeckung. Fragt mich nicht. Müssen wir dann in der Bauanleitung schauen, wenn wir es durchgehen, vielleicht sehen wir es dort. Aber wie gesagt, wie üblich, sauber gegossen, gibt es überhaupt kein Problem, nichts zu beanstanden. Gleich geht es weiter beim Rest vom Fahrzeug. Da haben wir die Frontpartie, die ist sehr schön gegossen, ist auch mit dem Emblem vorne drauf, das schaut echt schön aus, die Seitenpartie. Und Sitze haben wir da noch vorne, der untere Bereich vom Innenraum, vom Cockpit, Scheiben. Das ist das Heck hinten vom Fetzendach, da sehen wir schon so ein, wie soll ich sagen, dieses Dachgestänge, dieses Trägergestänge, was ich vorher erwähnt habe. So alles da, was man braucht. Wir haben sogar noch
drei Spritzlinge eigentlich dabei. Da haben wir einen kleineren, da haben wir die kleinen Felgen drauf. Das dürfte so die Reifen kehren, nehme ich mal an. Das eine könnte der Reservereifen gewesen sein, was wir da oben gesehen haben. Sitz haben wir wieder da. Und das gleiche dann da noch einmal. Das ist eh der idente Spritzling einfach noch einmal. Da haben wir dann noch fünf solche Reifen. Die Reifen sind sehr sauber und schön gemacht. Gibt es auch überhaupt nichts. Wir haben da schönes Profil drauf. Probier, ob ihr das da irgendwie seht. Ich hoffe, er fokussiert ein bisschen drauf, aber wie gesagt, das schaut echt super aus. Ja, zu den Deckels dazu haben wir dann noch diesen Mini-Bogen, wo ich gerade da habe. Das ist so eine Folie für die Spiegel und logischerweise die Klarteile, das sind die da, eben die ganzen Scheiben und das ganze Zeugs. So, damit haben wir alle Bauteile mal im Groben durch. Wie gesagt, überschaubare Anzahl an Bauteile. Es ist ja auch nicht groß, das Fahrzeug, eben diese 11 plus ein halber Zentimeter, weil das ist ja schon der Reservereifen hinten. So, es ist ein kleines, kompaktes Fahrzeug, was sich eigentlich relativ gut und schnell bauen lassen sollte. So, das ist abschließend die Bauanleitung. Also wie gesagt, auf das sind wir schon eingegangen, dass es eben diese zwei verschiedenen Versionen gibt. Da sehen wir, was wir alles dabei haben. Das haben wir uns auch schon alles durchgeschaut. Und da fangen wir schon mit dem Aufbau an. Innenraum eben, Pedale sind da separat dabei. Also wie üblich, zweht da einen Haufen Klargetönt separat dabei. Die Schalthebel und das ganze Zeugs. Da wird eben der Innenraum fertig aufgebaut. Seitenwand kommen drauf. Das ist dann eh schon der Außenbereich. Da haben wir das Cockpit dazu. So eben. Murz umfangreich, eben wie immer, da wird der Motor gebaut, eben kompletter Motor dabei im Detail, mit allem Zubehör dazu, also seht ihr, wir haben da wirklich wieder jede Menge Kleinteile, man zwetzt, das ist da echt bekannt, die machen eben auch in einem kleinen Maßstab irrsinnig viel Details rein, also irrsinnig umfangreich immer zum Bauen, allerdings muss man sagen, die Bauteile fliegen echt gut ineinander. Von dem her hat man da eigentlich kein Problem beim Bauen. Da kommen wir schon zum Rahmen. Da wird der Motor aufgesetzt in Rahmen rein, da haben wir einen Auspuff dazu, da haben wir vorn hinten die Antriebsachsen, ist ja Allradgerät, mit dem Differential, mit der Lenkung vorn, das wird da alles draufgebaut auf dem Rahmen direkt. Also Uhrzeit ist ja sowieso, das haben wir schon bei dem Feuerwehrwagen gesehen, dem Bus, was ich euch gesagt habe, es ist ja ein cooler modularer Aufbau eigentlich, das gleiche ist da, also was der Fahrzeughersteller so oder so macht, es ist ja ein Einsatzfahrzeug, dieser Geländewagen, und dementsprechend muss das ja gewiss simpel aufgebaut sein. So, ihr seht eh, ich habe da einen komplett fertigen Rahmen mit Motor, mit Antriebsstrang, und das setze ich dann einfach wieder unten auf die Bodenplatten, wo dann mein Chassis drauf sitzt und fertig. Da Batterie sogar extra dabei, da haben wir die Scheibenfuhren, Rückspiegel haben wir da, die Beleuchtungfuhren, Scheibenwischer sind auch extra. Also und, ihr seht eh da den Rahmen rüber und der Motor, also der Motorraum ist so gestaltet, dass ihr die Motorhaube aufmachen könnt. Ihr könnt das super in ein Diorama einsetzen, dass ich sage, Fahrzeug hat einen Motorschaden, wird repariert, irgendwas in der Richtung. Ich habe alles dafür da, was ich dafür brauche. Eben, auch wenn ich sage, ich lasse den Fetzendachaufbau weg, habe ich da drinnen die komplette Einsicht und ich habe da wirklich viele Details, wo ich echt sage, es zahlt sich aus, wenn man es weglässt, weil man sieht auch was, ihr seht auch da bei den Türen, ich habe die ganzen Innengeschichten, ich habe die Griff separat dabei, die ich da anbringen muss, also die haben da nichts vergessen, die lassen da nichts anbrennen. So, und damit kommen wir da schon Richtung End. Das ist die Variante mit Fetzendach dann, was da noch fertig gemacht wird. Alternative eben da die Variante ohne dem Fetzendach. Es sind die ganzen vier Türen extra, die könnt man da einhängen, die könnt ihr da weglassen, die kann ich offen darstellen.
Also ich bin da so flexibel bei dem Fahrzeug, also für Diorama perfekt, ich meine, was will man mehr, ich habe alle Varianten, ihr seht eh, ich habe da sogar den kleinen depperten Motorhaubengriff, der ist separat, also Zwetschger macht einen extrem hohen Detailgrad, die schauen da wirklich extrem drauf, dass da alles da ist, dass das passt, und das sind eben echt coole Bausätze und wie gesagt, eben in der Variante mit dem Detailgrad, da kann man so viel draus machen und das ist dann auf jeden Fall auch hingucken in der Vitrine, weil gerade dann mit dem Hillclimb da, wo sie eben auf dem Elbrus raufgefahren sind, könnt ihr auch ein kleines Diorama umsetzen. Es wäre interessant, ich habe da recherchiert ein bisschen, ich habe da ein Bild gesehen mit drei UAZs in verschiedenen Lackierungen. Vielleicht kommt ja im Aftermarket noch alternative Decals, dass man da vielleicht alle drei umsetzen kann. Vielleicht macht Zwetschger selber irgendwann was dazu, keine Ahnung. Also das ist natürlich richtig cool. Der einzige Punkt, den ich schon öfters angebracht habe, den ich auch beim Firewall-Laster angebracht habe, also Firewall-Laster beim Bus eigentlich angebracht habe, auch da beim UAZ 469, das Ding, Maßstab 1 zu 24 war der Hit. Das wird mir zumindest richtig taugen, wäre echt cool einmal im großen Maßstab das Ganze zu sehen und ja, damit sind wir eigentlich durch. Was sage ich euch zum Abschluss, wenn ihr an diesen Hillclimb da denkt? Der Allrad steht euch bei. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.